Du hast eine geniale Geschäftsidee und vielleicht sogar eine Innovation als Produktlösung. Als nächstes ist es nun, das Produkt fertig marktreif zu machen und in den Markt hineinzubringen. Und dafür brauchst du häufig Geld. Und sollte das Eigenkapital nicht ausreichen, bist du angewiesen auf Fremdkapital. Nur wenn du dann mit einer Innovation zu einer Bank gehst, kriegst du in der Regel kein Geld. Eine Lösung kann aber sein Seed Capital und das werde ich dir in diesem Video vorstellen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Gründer der X-Group, sondern auch viele andere Unternehmen. Das heißt, ich arbeite nicht nur als Berater und Coach, sondern auch als Unternehmer und Gründer. Und daher kenne ich gerade diese Seed Stage, diese Phase des größten Risikos, was man im Investorjargon auch nennt Tal des Todes. Schauen wir uns als erstes mal den Begriff des Seed Stage an, also der Seed Phase. Dieser Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie aussehen. Das bedeutet, dein Unternehmen ist entweder noch gar nicht gegründet oder ganz jung gegründet. Auf jeden Fall, was nicht vorhanden ist, ist eine fertige, marktreife Lösung, ein marktreifes Dienstleistungsangebot, wo auch schon die Zielgruppe gefunden ist und getestet worden ist, dass der Markt positiv darauf reagiert und bereit ist, den Preis zu bezahlen, den du gewünscht oder brauchst. Das Risiko in dieser Phase ist so groß, dass selbst wenn du mit einem plausiblen Finanzplan und Businessplan zu den Banken gehst, dass die in der Regel ablehnen werden. Sogar die klassischen Förderprogramme und Förderbanken wie die KfW werden in dieser Phase ablehnen, weil die Hausbanken davor geschaltet leider Nein sagen werden. Wenn du mit deinem Unternehmen also noch in der Seed-Phase bist und noch gar keins gegründet hast, dann gibt es in der Regel drei Möglichkeiten, das sogenannte Seed-Capital zu generieren. Daher macht es als erstes Sinn, eine Liste zu machen von speziellen Beteiligungsgesellschaften, die Risikokapital geben, also Venture Capital. Als zweite Möglichkeit gibt es auch private Investoren, also natürliche Personen, die vermögend sind und sich beteiligen wollen. Einerseits mit ihrem Kapital, aber andererseits auch mit ihrem Wissen, mit ihrem Know-how, mit ihren Marktkenntnissen. Als dritte Option, und das ist die gute Nachricht unserer Regierung, dass sie viel Geld und immer mehr Geld auch für innovative Unternehmen zur Verfügung stellt. Es gibt also in Gesamteuropa, es gibt in Deutschland, es gibt in jedem Bundesland Förderprogramme. Zum Beispiel hier in Berlin gibt es von der Landesbank, die heißt bei uns Investitionsbank Berlin, die wird in deinem Bundesland anders heißen, spezielle Förderprogramme für solche Frühphasenprojekte. Als vierte Option kannst du natürlich auch an bestehende Unternehmen herantreten, die selbst eine Abteilung und auch ein Budget haben, dich zu unterstützen. Große Unternehmen bieten also als Möglichkeit eines Brutkastens, eines Inkubators oder eines Beschleunigers, eines Accelerators Möglichkeiten, dein Projekt voranzubringen. Natürlich wollen die auch eine Gegenleistung, entweder finanziell oder einer Beteiligung an deinem Unternehmen. Zusammengefasst ist also Seed Capital die erste Phase von in der Regel 6 Phasen, mit dem Unternehmen in den Markt eintritt. Bei der ersten Phase geht es erstmal mit möglichst geringem Kapital festzustellen, ob dieses Produkt überhaupt marktfähig ist, ob die Innovation überhaupt gelingt und der Zielmarkt darauf reagiert. In der Phase 2 und 3 spricht man von der sogenannten Frühphase. Hier gibt es schon weitaus mehr Förderprogramme und das Risiko ist ein wenig reduzierter. Hier wird in der Regel die Serienproduktion oder sogar der Markteintritt und die ersten Phase vielleicht bis zum Break-Even vorfinanziert. In den späteren Phasen geht es dann darum, den Markt zu erobern, sprich zu skalieren. Und irgendwann zum Abschluss geht es dann an die Börse. Das heißt, es werden Aktien ausgegeben. Wenn du also eine tolle Geschäftsidee hast und sogar eine Innovation, dann mach dir nicht nur eine Liste von 1 oder 2 Ansprechpartnern. Meine Empfehlung ist, alles in eine Excel zu notieren und an alle heranzutreten, denn hier gilt das Gesetz der großen Zahl. In der Regel wirst du, wenn du einen Business Angel ansprichst, nicht einen Erfolg oder einen Treffer landen. Auch wenn du eine Beteiligungsgesellschaft ansprichst, wirst du nicht einen Treffer landen, sondern vielleicht wirst du 100 VCs, vielleicht 100 Business Angel ansprechen, wo du dann 3 bis 10 Kandidaten hast und dann suchst du dir den bestpassendsten selbst aus. Aber gerne kannst du auch mit uns gemeinsam die passenden Förderprogramme raussuchen. Denn wir haben spezialisierte Berater und Experten, die dich dabei begleiten können, egal wo du in Deutschland aufgestellt bist, die entsprechenden Ressourcen zu akquirieren. Und das Gute ist, dass wir nicht nur über 30 Berater haben, die bundesweit über Videokonferenzen begleiten, sondern wir haben auch entsprechende Zertifizierung und Zulassung, sodass unsere Beratung auch bis zu 100% gefördert werden kann. Also mach jetzt Gebrauch von einem kostenfreien Erstgespräch. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gerne Daumen hoch und abonniere unseren Kanal. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Planung und Umsetzung deiner geschäftlichen Idee. Dein Daniel Schäfer.